Dienstag war ich in der Sendung von Phoenix. Daraufhin habe ich auf mehreren Ebenen, per Telefon, per Mail, per Facebook, per Twitter, sehr viele Anschreiben bekommen. Alle zu beantworten, das übersteigt meine Kapazität an Zeit. Aber ich dachte, ein paar davon beantworte ich einfach mündlich. Zumal, ehrlich gesagt, vieles von dem, was kommt, immer wieder das Gleiche ist. Von daher habe ich mir die meistgefragten Fragen rausgesucht. Und dazu gehört zum Beispiel auf Facebook Elke Johans, die schreibt, Islam gehört nicht zu Deutschland, Moslems wollen immer Sonderrechte und Rücksicht, das nervt extrem, ich kann das nicht mehr hören, sie gehen mir auf den Geist, sind mit unseren Ansichten nicht kompatibel, sie sollen nach Hause gehen. Liebe Elke Johans, Muslime wollen keine Sonderrechte, sie wollen die gleichen Rechte. Und zwar die Rechte, die wir in unserer Verfassung niedergeschrieben haben, das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Religionsfreiheit. Es ist für mich selbstverständlich, dass es eine Pflicht ist für alle Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben, dass sie sich auch an alle anderen Vorgaben der Verfassung, wie zum Beispiel Gleichberechtigung von Mann und Frau halten, wie zum Beispiel Menschenwürde einhalten. Das sollte schon mal klar sein. Und nicht mehr und nicht weniger. Lassen Sie uns gemeinsam Verfassungspatrioten sein, die sich genau dafür einsetzen. In diesem Sinne, ja, Muslime sind Bürger dieses Landes und sie haben Anspruch auf ihre Rechte. Und das sind keine Sonderrechte, sondern Selbstverständlichkeiten. Karl-Heinz Gruberlaut schreibt, Muslime passen sich niemals an. Das hat Geschichte und ist eindeutig bewiesen. Herr Gruberlaut, ich weiß nicht, woher Sie Ihre Beweise nehmen, aber ich weiß auch nicht, was Sie unter Anpassung verstehen. Ein Bayer in Hamburg tut sich sehr schwer. Manchmal tut sich sogar ein Schwabe in Niederbayern schwer. Aber ist das schlimm? Es ist die Vielfalt, was uns stark macht, was uns kräftig macht, macht uns zu dem macht, was wir sind. Ein starkes, wunderbares, großartiges Land mit großartigen Menschen, die auch viel leisten, Tag für Tag. Und zwar wir gemeinsam. Meine Mutter hat zum Starkwerden dieses Landes mindestens genauso viel beigetragen wie Sie, Ihre Eltern, Ihre Großeltern. Gemeinsam sollten wir die Werte in diesem Land auch verteidigen. Sarah Moosmann schreibt auch auf Facebook, ich fühle mich in Deutschland nur ohne den Islam wohl. Für den Islam gibt es doch genug Platz in den arabischen Ländern. Sarah Moosmann, es geht nicht nur um die Religion, es geht um die Menschen. Menschen haben ihre Religion und sie haben ein Recht darauf. Und da geht es nicht darum, ob sie katholisch, evangelisch, muslimisch sind oder jüdisch sind, sondern es geht darum, wie die Menschen miteinander leben und welche Regeln sie gemeinsam haben. Und wir haben uns auf diese Regeln geeinigt. Und es gibt viele Muslime in diesem Land, die sich sehr stark dafür einsetzen. Ich gehöre hier im Bundestag dafür. Ich war diejenige, die sich für gewaltfreie Erziehung eingesetzt hat. Ich war diejenige, die sich für Gewaltschutz von Frauen in häuslicher Gewalt eingesetzt hat. Ich bin diejenige, die sich für eine gute Bildung, für gute Kindergärten, für die Stärkung und Unterstützung von Familien einsetzt. Und ich unterscheide nicht zwischen Muslimen und Christen und anderen, sondern ich sage, jedes Kind, jede Familie, jeder Mensch hat dieses Recht. So sollten Sie auch denken. Lassen Sie uns dieses Land nicht spalten, sondern lassen Sie uns dieses Land zusammenführen, damit wir gemeinsam in diesem Land leben können, nicht gegeneinander. Auf Twitter schreibt mir ein Herr Handrosek, Islam gehört nicht zu Deutschland und zu Europa. Basta. So basta ist das gar nicht. Wenn Sie sich mal ganz Europa anschauen, werden Sie feststellen, dass der Islam sehr wohl dazu gehört. Wir könnten jetzt zurückgehen auf Karl den Großen. Wir könnten darauf zurückgehen, dass das erste islamische Friedhof auf deutschem Boden 1638 bereits entstanden ist. Übrigens, Bayern gehört erst seit 1871 dazu. Dass islamische Gemeinden auf dem Balkan noch viel weiter zurückgehen, als Sie und ich uns das vorstellen können und bevor es das Deutsche Reich gibt. Sie müssen damit leben. Sie können mich mögen oder auch nicht mögen. Ich bin auch Deutschland. Ich bin eine deutsche Abgeordnete. Ich setze mich für dieses Land ein. Und ja, ich bin überzeugte Europäerin und ich glaube, wir brauchen noch viel mehr an Europa und am europäischen Glauben und nicht weniger. Denn Europa steht für die Kultur des Humanismus, für Menschenrechte, für Überwindung von Kriegen und für Überwindung von Konflikten. Und das ist nicht selbstverständlich. Darauf sollten wir stolz sein und jeden Tag dafür arbeiten. Es gab übrigens noch eine Mail,
kam kurz und da stand drin, ich sei eine linksgrüne Zecke. Ich bin ein Mensch. Ich bin kein Tier. Ich bin eine Grüne. Dazu stehe ich. Ja, ich habe linke Gedanken auch. Dazu stehe ich auch. Aber mit Beleidigungen kommen wir nicht weiter. Auch das Internet, auch das Facebook und Twitter ist kein rechtsfreier Raum. Und sie haben kein Recht, mich zu beleidigen und mich persönlich anzugehen und schon gar nicht verbale Gewalt auszuüben. Ich wehre mich dagegen. In diesem Sinne, das sind meine Antworten auf die Hauptfragen. Es gab übrigens auch einige Mails, die gesagt haben, sie haben richtig gut gesprochen. Dazu gehört auf Twitter auch Ali aus Köln. Ali, vielen herzlichen Dank dafür. Wir gemeinsam, wir gestalten dieses Land zu einem besseren Land auch in Zukunft.